Hallo und herzlich willkommen zurück bei Two Point Hospital. Ich hoffe, ich bekomme keine Hustenattacke mehr. Was möchtest du? 90 Tage ohne Todesfall. Ich gebe mein Bestes. Ja, was brauchen wir denn noch? Station haben wir jetzt gebaut, Apotheke auch. Wir bräuchten mal eine Toilette. Also es wäre klug, dass die Leute pinkeln gehen können. Und einen Pausenraum. Jetzt machen wir das erste Mal die Toilette, würde ich sagen. Ja. Drehen wir mal ein bisschen. Wie dreht man nochmal? Scheiße, ich habe vergessen zu drehen. Ich bin doof. Machen wir hier eine größere Toilette. Machen wir einen Durchgang. Wir machen mal so. Die machen wir auf die Seite. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte, wenn jetzt ein Erdbeben wäre, aber das ist in Deutschland zum Glück sehr unwahrscheinlich. Der Two Point County politische Führungsstärke noch nie so bitter nötig. Oh. Also wählen Sie Tabitha Winsock in den kommenden Bürgermeisterwahlen für 4 weitere Jahre ins Amt. Tabitha Winsock, planlos, aber beständig. Ja, das hört sich doch nach Motto an. Würde ich sofort nicht wählen. Ja, da hat sich gerade schon wieder was sehr unglücklich angehört. Ich finde es immer schön, wenn ich immer so kurze, während meiner Aufnahmepausen immer so ein bisschen in Facebook rumscrolle oder so, weil ich hatte gerade ziemlich starken Husten und bis es wieder umgeht, wollte ich mich irgendwie beschäftigen. Da habe ich ein bisschen durch Facebook gescrollt und habe so geschaut, was so abgeht und WhatsApp-Status so angeschaut. Ja, es gibt schon Leute, da fragt man sich wirklich. Ja, oh, da brauchen wir ein paar Bänke. Oh, ja, das mit denen keinen Todesfall schaffen wir, glaube ich, nicht. Ja, wir brauchen... Und wir wollten noch einen Krankenpfleger einstellen. Können wir nur den Barrel einstellen? Und dann bauen wir ein paar Bänke für die Verschönerung unseres Krankenhauses. Oh cool, ich habe es geschafft, die Kamera zu neigen. Gehe ich wieder hoch? Ah, auf F. Okay, ich weiß jetzt, wie man Sachen neigt. Wollte ich ja mal herausfinden. Ja, da machen wir auch noch eine Bank hin. Bänke sind wichtig. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ja, dann einen Mülleimer hier schön hin. Vielleicht können wir da noch ein Zimmer reinquetschen. Und noch ein Broschürenständer, dass den Leuten nicht so langweilig wird. Mhm, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Was haben wir denn hier? Nein. Oh, Beinaua. Ich möchte kein Beinaua. Ich habe mir mal beim Skifahren das Knie verdreht. Es tut immer noch weh. Hat auch... Ich war damals auch nicht beim Arzt. Was im Nachhinein... Was macht ihr da? Pause. Ach ja, wir haben ja kein Pausezimmer. Ach ja, da war ja was. Ja, das bauen wir jetzt mal ganz schnell. Ansonsten können die Leute ja keine Pause machen, sondern müssen auf dem Gang Harry Potter spielen. Ja. Auch wenn ich Harry Potter sehr cool finde, ich finde nicht, dass die Ärzte im Krankenhaus die Leute das Leben retten, in ihrer Pause rumrennen sollten auf den Gängen und Harry Potter spielen. Ich finde, dazu ist ein Arztraum schon praktisch, dass die das da machen können. Es verunsichert mich insgesamt, dass Ärzte scheinbar sowas machen. Ich hoffe, das ist nur in diesem Spiel so. Aber wenn ich da an Scrubs denke... Naja. Nein, warum sterben die denn? Könntet ihr mal nicht sterben? Wir haben hier so eine Aufgabe am Laufen, dass ihr nicht sterben sollt. Es liegt doch nicht an mir, dass ihr stirbt. Und ein ganz hoher Prestige, dass sie sich super holen und dass sie ein super Arbeitgeber sind, weil wir ein super Pausenzimmer zur Verfügung stellen. Wir könnten auch einen hässlichen Tisch hinstellen und eine alte kaputte Couch. Oh, wir sollten das hier mal eine Runde kopieren. Personal, chillen. Ja, und wir brauchen, glaube ich, dann einen zweiten Arzt, weil ich glaube ja nicht, dass wir einen zweiten Arzt haben. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Arzt. Ach Mann, warum rennt das schon wieder? Was machst du da?
Ja gut, du wirst schon einen Weg finden. Hausmeister hier. Glückwunsch, du hast den Job. Ja. Das da kann man hochleveln. Und irgendwo haben wir doch noch so einen Diagnoseraum, wo man es hochleveln kann. Vielleicht sterben dann weniger Leute. Aber unsere Heilungsrate ist doch jetzt nicht schlecht. 9 von 12. Okay, die ist eben scheiße. Plants needed water. Und den Eingangsbereich könnten wir doch auch noch ein bisschen verschönern. Ist irgendwie gerade so in Musik. Die Musik im Hintergrund ist irgendwie so karibisches Feeling. Karibik wäre nichts für mich. Da müsste man ewig lang fliegen. Und ich mag echt kein Fliegen. Vor allem, weil mein Flieger halt fast abgestürzt wäre, als wir hingeflogen wären, weil wir in einem Gewitter gelandet sind. Und es waren halt echt übelste Turbulenzen, wo wir halt echt mal übelst runtergekracht sind. Und ich dachte, wir sterben gleich. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir gleich sterben. Oh, was macht denn Schwester Beryl? Wo ist sie denn? Wo ist denn diese verwirrte Krankenschwester? Schwester Beryl, wo sind Sie? Ich möchte Ihnen helfen. Oh. Dreckiges Mundwerk. Ja, das haben wir wohl nicht geschafft. Was für eine Überraschung. Ja. Wo ist denn die Schwester Beryl? Oder hat sie jetzt ihre Bestimmung gefunden? Können wir noch irgendwas Cooles bauen? Ach ja, wir haben ja das zweite Krankenhaus dann noch. Aber ich glaube, es ist so vorgesehen, dass wir jetzt das machen, weil dann wir, glaube ich, größere Heizungen kriegen, soweit ich das jetzt herausgefunden habe. Ja, aber im Moment läuft doch, oder? Okay, dann stellen wir noch einen ein. Gewonnen. Ich kann aber jetzt gerade eh nichts machen. Wir können ein bisschen vorspulen. Ich weiß, es führt zu einem Drama, aber wir machen einfach mal. Ich hasse meinen Husten. Scheiß Flugzeug. Der Rückflug war ja nicht schlimm, aber da war es, glaube ich, ich hätte mir eine lange Hose anziehen sollen, so im Nachhinein. Naja, ich glaube, wir haben da eh einiges falsch gemacht. Oh Gott, da stehen so viele Leute an, wir brauchen Assistenten. Oh Gott, und wir brauchen eine Töpferei. War noch ein Assistenten. Viel Spaß. Bitten zu warten. Ja, das nehmen wir doch. Und dann bauen wir einen Topfungsdings. Alle paar Minuten diese Stimme aus dem Nichts zu hören. Aber keine Sorge. 4x4. Oh Gott, die kommen da ganz knapp noch vorbei. Ah, sie kommen vorbei. Das ist die Hauptsache. Musik ist super. Ja. Aber wenigstens kommt nicht wieder dieser eine andere Typ da, dieser. Ich weiß gar nicht, wie der andere Typ hieß, der wohl immer so nervt. Ah, der Typ nervt auch, also. Heizung haben wir schon. Aber ich finde, Zertifikate sind jetzt schon ein bisschen nötig. Dass uns dann nicht so viele Leute sterben. Wir haben das jetzt auf Level 4. Die Tür im Weg, gut, dann geht's da halt mit dem Zertifikat-Wand-Ding weiter. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass es am Flughafen von Ibiza einen Burger King gibt. Aber ob man da jetzt in der Früh um 8 Uhr was essen sollte, ein paar Pommes, ist fraglich, wenn man am Vortag gesoffen hat. Ich will ja nicht sagen, dass wir das getan haben, aber es ist möglich. Es ist möglich, dass irgendwie auf die Idee gekommen ist, so, all inclusive. Ich war es nicht. Es klang aber sehr nach meiner Idee. Bah, wie soll ich da mein Essen zu mir nehmen? Ich möchte es nicht wissen. Oh ja, wir haben das geschafft. Monobraue! Fraktur, nein, ich möchte hier keinen Frakturnotfall. Ja. Wir könnten den Entara irgendwo hinbauen. Oh ja, und wir sollten noch einen Arzt einstellen, weil ich habe das Gefühl, wir haben einfach zu wenig Ärzte. Vielleicht liegt es daran, dass wir so dämlich sind. Ich
möchte keine Leute weiterbilden. Ich hasse es, Leute weiterzubilden. Schau, ich sehe das doch, der hat einen Topf am Kopf, der kommt in die Enttopfungsklinik. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder überall hinrennt. Steht das jetzt schon fest, dass der einen Topf werden muss? Wir verfolgen ihn mal kurz. Was der macht? Oh, da fehlt eine Heizung wohl. Geht der gleich in die Enttopfungsklinik? So stelle ich mir das vor. Ein Krankheitsbild entdeckt und zack, behandelt. Und der jetzt nicht noch ewig da irgendwelche Probleme verursacht. So. Nein, ich mag es nicht, dass Leute sterben. Wer ist gestorben? Ist das unser... Oh, den, wo wir verfolgt haben. Blöd jetzt. Entleuchtungsklinik, die baue ich euch. Mann, warum sterben Nadia? Und was mache ich denn falsch? Ach komm. Ja, da kommt schon der Hausmeister. Was für eine Scheiße. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ach, Entleuchtungsklinik. Perfekt. Oh cool, wir werden von einem Promi besucht. Finde ich schön. Also ich habe ja scheinbar auch auf Ibiza einen Promi getroffen und wusste es nicht. Einen Tag später, irgendwie nachdem wir abgereist wären, wäre Ed Sheeran im Nachbarhotel aufgetreten. Recht cool. Allerdings bin ich jetzt nicht so der Ed Sheeran-Fan und musste das auch nicht erleben. Also war ich relativ froh, dass ich wieder daheim war und ich nicht zu Ed Sheeran musste. Ich bin insgesamt nicht so der Kulturmensch und ich dachte so, nein, Erdbeben. Er sagt, oh, wir haben die Zeit schon überzogen. Ja, dann beende ich. Ja, nee, das wollen wir jetzt nicht sehen. Wir sind fertig mit der Folge. Ja, gut, es ist klar, dass wir nichts kriegen. Ja, dann beende ich an dieser Stelle mal die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Two Point Hospital. Bis dahin, tschüss.